herzlich willkommen beim Old Warner. Wir fahren heute wieder mal zum Pater Hauptberlin, zum Beispiel vom Badinger Platz weg, und ich zeige euch gleich mal einer der Neuerungen, die es gibt. Man hat jetzt hier diesen Weichensteller, dann kann man die Hand nehmen, rausgehen und Weichen umstellen. Zumindest bei Weichen, bei denen es funktionieren sollte. Das wollte ich euch ganz kurz zeigen, bevor wir dann gleich losstarten. Und was noch, Leute, wichtig ist, erkläre ich euch nochmal, man muss hier die Fahrt erst bestätigen, erst dann kann man im Fahrplanmodus fahren. Und wenn ich zu lange warten möchte, kann dann auch hier noch zusätzlich die Zeit einstellen, so dass ich war um 4:15 fahre ich weg. Ich sage mal, jetzt ist es 4:13 und jetzt werde ich gleich sehen, dass ich gleich losfahren kann. Bis gleich, Leute. Jetzt sind es nur noch 2 Minuten, seht ihr? Und jetzt setze ich die Feuerbrille auf und dann starten wir. So, Feuerbrille ist auf. So, mein Gamepad holen. Irgendwie ist bei mir eine Tür offen, also ja, meine Bordetür war. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Und dann rauschen wir mal. So, wir sind aber hier die erste Straßenbahn, die hier fährt. Ich habe beschlossen, dass ich mit dem Gamepad fahre, weil es für mich angenehm ist zu fahren. Ich habe mal die Oculus versucht einzustellen, das ging irgendwie ein bisschen schief. Und wenn ihr jetzt genau schaut, seht ihr da hinter mir den Weichensteller. Ja, das hat es nicht reinkommen. Und das zu sehen. Na, ich bin schon mal gespannt. Oh, wir haben noch 2 Minuten. Was auch wichtig ist, ist, dass ihr beim Wegfahren die Zeit hier oben beobachtet. Also wenn die blinkt, bitte losfahren, weil sonst habt ihr keinen grünen TSP, sondern einfach eine schwarze. Obwohl ich auch schon mal glaube, dass ich früh weg bin, bin ich halt eine grüne. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich bin schon mal gespannt auf die Neuerungen, sowie keine fliegenden Menschen oder Menschen, die einfach durch Gebäude, Autos sich bewegen können. Die sind ja alle grün. Ich habe mich schon durchgelesen, ein bisschen was ist gekommen. Wir fahren ja Tramsim Patch 106. Eigentlich sollte mehr kommen, aber dass ich das nicht hinbekommen habe, gelesen. Ich lasse mich halt überraschen, ich bin auch immer dabei, meine Feuerbrille einzusetzen, einzustellen. Damit ich sie ein bisschen besser sehe, aber irgendwie, ja, muss man das alles einfach lassen. Ich habe jetzt versucht, die Feuerbrille mal genau einzustellen, Augendistanzen einzustellen, das Ganze dürfte irgendwie, ja, ein bisschen besser ist. So, Leute, wir fahren mal los und wir werden uns dann die ganzen Neuerungen, die es gibt, anschauen. Und ich bin drauf gekommen, ich fahre mit dem Gamepad etwas besser als mit der Tastatur. Finde ich auch etwas besser zu steuern. So, dann hoffen wir mal drauf, dass wir keine fliegenden und keine Speedmenschen mehr sehen. Ich lasse mich gerne überraschen. Alles haben sie anscheinend nicht hinbekommen. Ich bin da heute, ja, ich lasse mich gerne überraschen. Ja, ich habe jetzt ja das Tastatur einmal abgeschworen, ich fahre jetzt mal mit dem Gamepad. Funktioniert besser. Ja. Da kommt ein Auto, ich hab's gesehen. Oh, ich bin schneller. Super, ja, da kommt ein Auto. Ich habe es erst schon mal angetestet, ganz kurz, und hatte gleich mal hier einen heftigen Crash mit dem Auto. Entweder war ich unachtsam oder ich weiß es nicht. Ich
hatte auf jeden Fall einen ordentlichen Crash. Oh, zwei Sterne. Ja, kann passieren. Na, jetzt fährst du aber langsam. Da hätte ich ja Zeit für zum Zimmer fahren. Ausgenommen Straßenbahn. Ja, ich habe einen Griff. Aber jetzt habe ich nicht vor. Nein, ich habe vor. Ist eh klar. Da ist noch kein Fahrbetrieb. Na, jetzt bremst er. Na, bieg du schneller ab. Ich habe schon eine, auf diesem kurzen Weg habe ich leider schon eine Minute Vorsprung. Wo ich gerade reinkomme, weiß ich zwar nicht, aber ja. Und sie haben ein paar Lecks gehoben. Ich freue mich dann da schon drauf, die zu finden. Wie sie gucken. Ja, Fußgängerampel haben sie korrigiert. Ich werde mal darauf achten, ob das stimmt. Ich weiß jetzt aber nicht mal alle auswendig. Auf jeden Fall weiß ich, die am Karlsplatz, Kärntner und Robert, die haben sie korrigiert. Das habe ich mal gemerkt. Weil das war das Auffälligste überhaupt. Und irgendwo eh entlang des Rings haben sie noch einige korrigiert. Ich werde mal darauf achten, ob ich das finde. Ich bin ein fleißiger Sucher nach so solchen Fehlern. Ja, wir trudeln da mal ganz langsam runter. Wir haben hier ein Minütchen Vorsprung. Heute habe ich das Spiel schon mal kurz angetestet und muss sagen, ich hatte zwei Straßenbahnen vor mir und eine hinter mir. Was sehr interessant. Das ging von Steffen-Faslinger-Platz bis Prater Hauptallee. Hatte ich den vor mir und eine hinter mir. Das war sehr amüsant. Ich habe ihm dann auch schon Vorsprung gegeben, damit ich nicht immer dran blicke. Und trotzdem habe ich es immer geklappt, auch wenn ich gemütlich gefahren bin, dass ich den dann hinten dran wirklich drauf gepickt bin. Ich bin dann teilweise nur 20 km/h gefahren, damit ich da nicht aufholen kann. Und trotzdem habe ich es immer irgendwie geschafft, dass ich rangekommen bin an den. Also bis jetzt habe ich keine Lecks bemerkt. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Es gab auch noch ein paar Lecks beim Schottenring. Was mich überrascht, wenn sie die korrigiert haben. Ich bin Optimist. Was mir aufgefallen ist, ich hatte heute, während ich denen da hinterhergefahren bin, irgendwie das Problem, dass ich sitzende Fahrgäste auf den Schienen hatte. Die saßen dann einfach mitten auf den Schienen. Und ich habe 2 Minuten. Ich glaube, ich bremse mal ein bisschen. Na, allzu schnell dürfen wir ja auch nicht sein. Der ganz langsam fahren, der 2 Minuten Vorsprung ist schon ein bisschen viel. Wir wollen ja nicht übertreiben. Was mir auch aufgefallen ist, beim ersten Mal, wo ich hingefahren bin, ist, am Ring ist es ab und zu so, dass du bei 0 Vorsprung oder bei der 0 Anzeige, du fährst weg, es kommt eine Stationsansage und auf einmal hast du 1,5 Minuten Vorsprung. Bin ich süß. Und da bin ich, das war eben von Schottland zur Salzburgbrücke. Da bin ich dann nur 20 km/h gefahren, um diesen Vorsprung wieder abzubauen. Hab's nicht geschafft.
bin dann zwar bei 0,5 draufgestanden, Vorsprung. Und sobald ich losgefahren bin, die Ansage kam Schwedenplatz und ich hatte sofort wieder 2 Minuten Vorsprung. Und bitte frag mich nicht, wie ich den gemacht habe, weil ich bin nur 20 km/h gefahren. Ich frage mich auch heute noch, wie ich das geschafft habe. Es ist hier, ich finde es vielleicht extrem leicht, die Vorsprung rauszufahren. Also ich habe damit keine einzigen Probleme. Ich habe auch die Dinge beachtet, die Kurven nicht langsamer gefahren, dann Weichen bin ich langsamer gefahren und trotzdem habe ich diesen Vorsprung nicht wegbekommen. Ich habe mir dann schon gedacht, ich steige einfach aus und schiebe die Straßenbahn zur Endstation. Da hätte ich wahrscheinlich nicht so großen Vorsprung. Ich bin jetzt Level 4,5, also ich glaube, ich habe 31.000 TSP und 40.000 brauche ich. Na, also mal 3 Viertel. Ich glaube, ich habe immer nicht geschafft, auf Level 5 zu fahren. Und bei mir spielt schon wieder meine Tür. Da konnte sich schon wieder nicht entscheiden. Ob ein oder aus. Egal, ich zwinge dafür die Tür zu. Ich werde jetzt mal langsamer fahren. Aber ich gehe mal raus. Ich bin eindeutig zu schnell. Immer 2 Minuten. Das war es. Eine halbe Minute und jetzt sind es 2. Ich kann das. Ich freue mich halt auch immer, wenn Leute ein paar Kommentare schreiben, was ich an der Oculus Rift noch ändern könnte, damit die Grafik oder ja, damit die Grafik halt besser wird. Oder geschweige denn den Untersuchungen nicht zu extrem. Ich glaube im Schlanzen, dass es wirklich an der Oculus Rift S liegt, das Ruckeln. Dass sie eher zu dunkel ist oder irgendwas in der Richtung. Oder falsch eingestellt. Vielleicht kann man da irgendwie einen Tipp geben. Ich habe schon einiges ausprobiert. Da vorne ist grün. Das gibt sich nicht aus. Ich achte viel zu wenig auf die Dinge. Auf die, wie viel Überzeit ich noch hätte. Gut, das ist meine Apple. Okay. Also bin ich zuerst noch vorgefahren. Ja, gut, das ist mein Leben. Ja. Da habe ich so stehen geblieben. Ich wurde leider auch schon kritisiert, dass ich schlimme oder sonstige Wörter benutze. Ich versuche mal keine wienerischen Wörter zu benutzen. Ich versuche es zumindest. Ich kann es leider nicht immer besprechen. Velvet. Ich werde versuchen, etwas Grafik zu machen, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich habe schon sehr viele YouTube-Sachen angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch einer der nettesten, die hier auf YouTube unterwegs sind. Wörter nämlich sehr selten, die muss schon wieder was Böses passieren. Aber dass gewisse Leute einige Wörter nicht kennen, weil sie bei uns halt anders sind, das verstehe ich halt auch nicht.
und aber dann gleich kritisiert wird. Ich bin halt der Meinung, wenn den Leuten das nicht passt, dann sollen sie es sich nicht anschauen. Ich bin halt ein Wiener und ab und zu rede ich auch in meinem Dialekt. Wenn aus Gewohnheit. Es gibt eine Neuigkeit. Im VR-Modus funktioniert das Menü immer noch nicht. Zumindest bei mir nicht. Erfolg funktioniert bei mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob es bei jemandem anderen funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich kann bisher keine Rückmeldungen. Auch von Tramsim habe ich nichts gehört, dass es ein größeres Problem sein sollte. Ja, ich mal 1,5, das geht ja gerade noch. Fahr mal langsam in die Station. Ist das jetzt eine optische Täuschung? Habe ich jetzt weniger Fußgänger auf den Schienen gehabt als vorher? Müsste ich jetzt liegen. Speedrun habe ich auch schon keinen Sinn. Jetzt sieht es so aus, wenn die Leute auf dem Gehsteig gehen, dann kann ich da geht gleich im Boden, nicht am Boden. Auch hier beim Gehsteig sieht man, dass der Fuß mehr im Boden ist als am Boden. Ja. Aber sonst so ist es wirklich ein perfektes Spiel. Wenn sie vielleicht die Kinderkrankheiten rauskriegen, dann wäre es ja auch gut. Ich packe mal da vorne ein, damit ich auch einstellen darf. Gute Idee. Okay. Kaufmannschaft, Handelsgesellschaft. Kannst du jetzt ein bisschen lesen? Machen das Akademie für uns. Oh oh, wir haben Kühl. Hier bin ich das letzte Mal drauf gekommen, dass die Straßenbahn hier stehen bleibt, um diesen Querverkehr durchzulassen. Ich bin nur ganz vorne stehen geblieben. Ich habe mir da ja auch einige Originale wie diese Güterbahn geguckt. Ist ja nicht mehr so. Die Ampeln, die hier funktioniert noch nicht richtig.
wechseln sich in der Straße und warten bis. Also, vielleicht hätte ich jetzt auch nicht so. Weiß nicht. So, schauen wir mal, ob die Ampeln da jetzt funktionieren. Was sieht aus, wenn ich schon mal steht, dass ich darf. Also, die Ampel zeigt jetzt rot. Die Ring auch rot. Ich sollte jetzt dann diese Küstenampel grün kriegen und nicht die da unten. Ja, sie kriegen grün. Cool. Und die haben rot. Jetzt haben alle Spuren, oder? Ja, jetzt haben alle Spuren. Das heißt, hat schon ausgerechnet, wenn die Autofahrer das ist auch schon mit Autofahrer in der mittleren Spur, als ob die nur geparkt hätten. Ich glaube, jetzt stehen bleiben sollen. Ja. Ich habe hier einen Ampelvorsprung. Da ist ein Hang zum Blutgarten. Das ist der Blutgarten. Ich bin es nur probiert. Ich möchte wissen, wie viel TSP ich bekommen habe. Das wäre schon sehr interessant. Also ich weiß nicht, von Level 4 für Level 5 war schon ziemlich lang. Ah, das A hier funktioniert auch. Das ist immer noch. Ich glaube, zuerst war das kein A, sondern es war eher so ein Signalton. So, wieder ein halber Minuten Vorsprung. Ja, du, bitte stehen bleiben. So, aus der Ferne sieht man schon mal das Parlament. Da hinten ist die Hofburg. Alles, was dann jetzt begehrt. Die Ampel bleibt auch noch immer grün, oder? Ich glaube schon. Wir schauen, ob der Leute, die den sitzen hat, hier stehen. Nee, sieht nicht so aus. Der fährt gerne mal leer. Sie war im Parlament, genau mit der Haltestelle. So gut, dass Leute, die hier rumrennen, jetzt keine sehen. Wie kommt es vor, wie wenn die Autos unterwegs sind? Ich glaube, es sind Autos unterwegs. Na, du bist schon ein bisschen zu weit nach vorne. Der war wahrscheinlich überrascht, das Ruhig. Gib mir die Tür schon mal zu. Ja.
Ja, Berg. Perfekt. Ja, wo ist mein Grün? Gleich kommt's. Ja, die Art geht halt nicht mit hin. Und ich glaube, die Art kann sie auch nicht gut lassen. Es kommt mir so vor, wie mehr Leute in den Stationen stehen würden. Die Ampel wird bleibt vermutlich. Was ist das genau? Nö. Das Kind bekommt sie auch keinen eingefügten Schaden. Und wie geht das zu? Sehr schön. Was ich interessiert, der die Typen geht. Also hier habe ich noch Miro. Wie sieht es da vorne aus? Oh, 2 Minuten Vorsprung. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Ich habe 0 weg. Fahre Richtung Schottentor und habe 2 Minuten Vorsprung. Da sehe ich dann gleich nur mit 20 km/h über die Kurve. Ja, Vater. Trafik. Ja. So, die gehen auch schon mal hoch. Die gehen auch hoch und ich kann gleich grün kriegen. Also die Ampeln hier dürften stimmen. Ding. Okay. So, haben Sie jetzt die abhängigen Autos gehoben oder nicht? Traue ich gar nicht dran. Ja, darf ich weiter. Der blinkt sich in die Wette mit irgendjemandem. Der begehrt mich ja. Ich habe 2,5 Minuten Vorsprung. Ab ist eh rot. Aber ich muss mich irgendwie der Versuch hat dann keiner bewegen. Ich habe noch nicht alle Tasten belegt, also nicht wundern, wenn ich einiges nicht benutze. Ich habe nur die wichtigsten Tasten genommen. Die Gas geben, Bremsen, Blinker, die Türsteuerung. Die habe ich alle mit Tasten belegt, den Rest noch nicht. Warum habe ich ehrlich gesagt zuvor und die Notbremse habe ich noch nicht belegt. Obwohl ich seit ich mit dem Gamepad war, habe ich den Notbremsen eigentlich noch nie gebraucht. Da dürften Sie das auch korrigiert haben, weil das mir noch links abgegeben anzeigt. Zumindest sehe ich da auch fein nach links. Hat mich mal überrascht. Ich bin jetzt beide grün oder unterwegs wieder. Ich roll schon mal an. Nämlich in beide Kuh. Hat er dann extra Pfeil für den Linksabbieger drinnen.
wahrscheinlich separat konntest du leider nicht beantworten. 2 Minuten. Bitte diese obszönen 2 Minuten. Ich war extra langsam, damit ich das Abend verstehen werden kann. Da kommen wir vor. Jetzt wünsche ich mir sogar schon rote Ampel. Damit ich stehen bleiben kann. Ich finde das Spiel cool, kann ich sagen. Aber es ist wirklich gut gemacht. Das ist bis jetzt einer meiner Top-Lieblingsspiele. Man kann im VR-Modus fahren, kann sich die Gegend anschauen. Sieht ein bisschen was von mir. Aber die Ampel gibt uns auch noch direkt mit hin. Lass mich überraschen, was ich noch so finde. Ich werde glaube ich alles auf einmal finden. Hier hatte ich sehr viele Match-Kollisionen, weil einige hier sehr unberechenbar waren. Ich bin heute nicht hochfahren. So, ich fahre dann wahrscheinlich hier wieder pünktlich weg und da bin da vorne wieder 1,5 Minuten Vorsprung. Ja, ich frage mich halt auch immer, wo ich denn herkomme. Es kann nicht vorausgesetzt sein, dass ich da nur 10-15 km nach vorne fahre. So, wir fahren pünktlich weg. Ich werde jetzt mal 30 fahren. Ich meine, hier liegt es ein bisschen noch. Und 1,5 Vorsprung. Okay, beim nächsten Mal fahre ich dann 10 km/h davon vor. Dort gehen wir wieder Gas, nicht dass man die vorne reinläuft. Und was schön ist, wir haben jetzt noch nicht ein Problem. Wir haben hier eine funktionierende Ampel. Die bedeutet sogar grün. Sie kann mit 8 ausziehen. Na, es ist nur noch der Grün. Ich kann mal gut stehen und dann prüfen. Die zwei gehen sehr synchron. Ich glaube, schon auf. Ja, schon auf ein bisschen im Boden. Und wie geht mir der letzte Tisch wieder nicht zu? Das habe ich hier gezogen, um was zu tun. Also die Ampel geht nicht mehr. Blinkt aber schon. Ich kann aber aufs Gas steigen, ich glaube es nicht.
dann kann man schon so eine Ja, zu machen. Schönes Ruhe. So. Schönes morgendliches Ruhe. Aber abbiegen könnte. Wer wird jetzt tun? Ich oder ihr? Hat die abbiegen. Wenn sich auch nicht fahren lassen. Das ist doch überhaupt stehen. Gut. Du kannst ein Auto fahren. Du hast dann an, dass du fährst. Und was kann ich fahren? Ich sag aber, du bist ganz toll. Das ist eine Spaß. Das Beste immer des Bärs und im Hintergrund dann ist der Spaß. Okay. Was haben wir cool? Jetzt nicht mehr. Das ist nicht cool, der Bärs. Intro Zoll auf Straße, das ist Zoll am Bus. Du gehst nicht hier. Gottes Schiff. Das ist Zoll am Bus. Sicher bin ich noch nicht da. Bin zwar müde, aber alles muss ich brauchen. Wenn man die Ampel schon ein bisschen kennt, dann bleibt man auch nicht mehr so schön, dass man die Ampel in der Straßenbahn sieht, sondern man fährt halt so weit nach vorne und schaut sich die Ampel der Autofahrer an. Ich weiß auch nicht, ob man losfahren darf. Ja, das kommt natürlich. Glaube ich nicht. Jetzt zu rein, wie das zu. Na, dann nächste Folge. Dann wollen wir noch ein Stück. Das ist das Licht an der Straßenbahn, das so stark läuft.
gutes Licht. Eigentlich kann ich mal das Gaspedal stellen. Ich hoffe, ich muss ein bisschen Gas geben. Das ist ein Typ in einer Kirche. Die Sonne geht auch schon langsam auf. Ich werde mal so mal testen, wo ich bei ihm einstellen kann. Ob ich schon beim Auto entschieden? Du willst es nicht zu stark, so ist es gut, aber du wolltest nicht mehr nicht. Darf ich gelb? Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich die große Verspätung kriege. Was noch cool ist, zeige ich euch. Ich kann das ausdrücken. Ich kann mit dem Kopf durch die Tür gehen und hinaus. Ja, das ist gut. So, wir haben es ja bald wieder geschafft. Da wird's gut! Oh Gott, noch drüber gekommen! Komm ich da auch noch drüber? Ja, das geht's raus. Wird schwer, aber es geht's raus. Okay, die nächste schaffe ich nicht mehr. Okay, die Ampelabfolge hier haben sie auch.
Achso, eine Schätzung haben wir, oder? Weil du nur sagst, dass das kein Gebäude ist. Wirklich Begegnungen erkundigen. Wie du jetzt im Nachschubserver steht. Wenn nicht hinfahren, selber nachschauen. Ist da vorne eine Akku? Und das ist eine rote Schiene. Wieder mal eine rote Schiene. Und was kommt jetzt an? Fünfzehneinhalb Minuten muss ich Zinkfahrt warten. Ich habe schon hier versucht, die Weiche umzustellen, hier ging es nicht. Hier konnte ich leider die Weiche nicht umstellen. Wollte ich mal das 3 Sekunden benutzen. Ja, und ich kriege zu merken, wenn man das mitkriegt. Dann hört mich und mich auch wahrscheinlich wohl besser. Weil ich nehme das jetzt über das Headset Mikro auf, wie das Brot losrift. Und ja, man hört, dass das halt nicht optimal ist. Das will ich dann zu Werk kriegen als Mikro, dann hört man mich besser. Dann verspricht mich wenigstens mal. So, ich danke schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich nachher bei der Rückfahrt wieder. Aber in der Zwischenzeit mache ich auch mal einen Stopp und wir fahren dann gleich weiter. Ciao Leute, und vielleicht bin ich sehr dankbar. Ich bin das auch ein Job auch. Ist gut. Ciao Leute.